Da bin ich wieder. Und zwar mit einem Haul vom Action. Ich wollte euch gerne mal zeigen, was ich die Woche habe ich in gekauft. Das wollte ich euch noch zeigen. Und gestern war ich auch. Ich schaue euch mal ein bisschen näher, da muss ich nicht so laut schreien. Gestern war ich auch nochmal. Aber erst zeige ich euch, was ich die Woche gekauft habe. Und das waren lauter schöne Sachen, ne? Also als erstes zeige ich euch mal noch die Lampe da. Ich habe immer das Problem, wenn ich hier also da am Wohnzimmertisch sitze und da habe ich keine Steckdose jetzt direkt in der Nähe, ne? Also müsste ich Verlängerungskabel holen und was weiß ich nicht alles. Und das wäre schon, ne? Der Hund stolpert drüber, jeder rennt dort drüber, was weiß ich, ne? Das übliche Chaos, hey. Und dann habe ich gesehen, dass man im Action die Lampe da hat, ne? Ich mach's mal aus. So. Ne? Die sieht dann so aus. Die kann man also, wie gesagt, so als Lampe benutzen. Da kannst du dir Handy zum Beispiel drinstellen. Ne, also warte, ich zeig mal gerade, wie das aussieht. So, ne? Also kannst du dann so drinstellen. Und genau. Dann sind hier noch so Punkt, da kann ich schon Farbwechsel anmachen. Oh, das sieht man jetzt nicht so gut, oder? Ah ja, genau, also der wechselt jetzt hier die Farbe. Genau, man sieht es bis hier. Na, also da leuchtet der Boden dann. Kann man dann, ach so, stelle, dass es so bleibt. Also da ist jetzt blau. Man sieht das schlecht. Ja. Schade, man sitzt schlecht, aber es wechselt die Farbe. Ne? Also das ist super. Es läuft mit Batterien. Ne? Also man macht dann 3 AA-Batterien drin. Und wie gesagt, es ist ganz leicht. Ne? Und gut, es macht halt jetzt hier nicht Scheinwerferlicht, ne? Wie bekloppt. Aber wenn man zum Beispiel abends da sitzt und liest ein Buch, ne? Oder Fuhrwerk da rum, schreibt noch irgendwas oder was weiß ich. Ich finde die Lampe da optimal. Ne? Erst war ich skeptisch, weil ich gedacht habe, mit Batterie. Ja, ist schon seltsam, ne? Aber man kann sich auch Akkus holen und kann die darin machen und immer noch aufladen. Also ich muss jetzt das sagen, das Ding habe ich jetzt seit ich es gekauft habe, schon öfters mal länger angehabt. Also, und eigentlich, wie gesagt, habe ich gedacht, ach Gott im Himmel, ne, was wird das da nochmal? Einwandfrei, ne? Leuchtet immer noch und wie gesagt, macht das schöne zartes Licht. Da dazu, weil ich jetzt nicht genau wusste mit Akkus und so, weil ich weiß nämlich, ich habe noch welche, aber ich müsste erst mal gucken, ne? Habe ich mir dann aber nochmal die Batterie gekauft. Die kostet 1,79. Achso, na, da kostet, ich glaube, 4,99 die Lampe. Ne? Und ich find die einfach super. Ne? Wie gesagt, die kannst du hinstellen, wo du willst. Ne? Einmal frei. Und dann halt die Batterie da dazu noch. Die hatte ich dann zweimal mitgeholt. Ne? Sicher ist sicher. Ne? Wie heißt, habe es besser als brauchen, ne? Wenn ich die Lampe anmachen will und es sind keine Batterie da, dann geht hier die Welt unter, ne? Dann habe ich noch das Textil, also Gewebe, Textilband da mitgenommen, weil Freundin hat zu mir gesagt, das gibt man ja dann gut Holle für Albe, die das Cover, ne? Also die Seite und die Ricke halt zusammen so klebe, ne? Dass das flexibel ist und stimmt, ich müsste das echt ausprobieren. Ich habe aber versucht, dass die Farbe nicht gerade so knallig sind, aber wir haben halt jetzt nur die knallige Farbe da gehabt. Ne? Wenn es das jetzt noch so in Weiß
Und ein Beige oder so gelb oder ein Schwarz, ne, wäre es natürlich optimal, ne? Ja, Textilklebeband. Ich bin mal gespannt. Ich mache mal die Probe aufs Exempel. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau, die. Dann. So, also ich habe mal gerade alles da raus. Ah ja, das Übliche halt, ne? So, das stelle ich mal drunter. Sorry. Dann nochmal mein heißgeliebter, ich muss immer nochmal gucken, Aquarellblock. Also die Dauerqualität, ach, die Papiere finde ich ja so toll. Wie gesagt, ich benutze die ja nicht für Aquarell oder was weiß ich eigentlich hier drauf zu malen. Ich sehe nochmal aus, als ob ich gestrupptes Huhn wäre. Warte mal, ach du Scheiße, ey. Gibt's ja gar nicht. So, ach, scheißegal, na, ihr wisst ja, dass ich immer aussehe wie durch die Backe gezogen. Moment, ich mache das jetzt anders da. Weil, faschische Pferdeschwanz, der nicht hängt wie Pferdeschwanz, ne, denn der ist kein Pferdeschwanz. Also, machen wir das anders da. So, Lumo hin, ne. Das, ach, komm hier auf, ne, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, ne. So, so. Also, den habe ich mal mitgenommen. Weil ich ja auch noch Albisse machen kann. Dann habe ich noch mein Lieblingspapier mitgeholt. Ihr wisst ja, ich drucke immer auf der Rückseite, weil Glanz nicht so mein Fall ist. Und ja, also ist eigentlich Fotopapier, ne? Also kann ich auch sau schön. Jetzt muss ich mal auch noch eine Lanze dafür brechen, dass man das auch für Fotos benutzen kann. Ne? Ich meine, viele Leute denken da wahrscheinlich, aha. Aber da kann man wirklich sau schön Bilder ausdrucken, ne? Also das ist perfekt, ne? Die Farbe kommt da drauf richtig gut raus, ne? Aber ich druck's auf der Rückseite, ne? Weil es doch matt ist, also noch mattes Papier halt eben. Und genau, deswegen benutze ich das. Auch wenn man das klebt, das wälzt sich nicht, ne? Toll. Ich bin total begeistert von meinem tollen Fotopapier. Das habe ich auch mal mitgeholt. Das habe ich oft mitgeholt. Ich muss mal gerade draußen wühlen. Moment. Weil jo, ich brauche es einfach, ne? Das ist halt so fertig, ne? Das muss ich mir halt auch kaufen, ne? Und wie gesagt, wenn ich drucke will und es kein Papier da, ist hier der Teufel los, ne? Ehrlich, ich bin ja ein richtig ungeduldiges Ding, ey. Unfassbar. Dann, ich habe die Blöcke da in verschiedenen Holz schon mal gesehen, ne? Wo ich für mich gedacht habe. Ach jo, alles klar, ne? Hot, weil da auch Glitzerpapier dabei ist, ne? Wo ich dann dachte, naja, muss man nicht unbedingt haben, ne? Jetzt aber hatte ich durch Zufall hatte ich im Regal nach dem Papier geguckt. Ich weiß nicht aus welchem Grund und habe dann das selten mal aufgemacht und haben das Papier angefasst. Das ist auch so schön stabil. Habe ich gedacht, oh, das hat 180 Gramm, ne? Dreimal, das hat ja noch gespuckt, 3 mal 10 Sheets. 3 mal 10 Sheets, was ist das denn, ey? Also das ist wahrscheinlich von der Farbverlauf her, denke ich mal. Also ich habe mich mit dem Papier noch nicht befasst. Ich habe es mir jetzt nur mitgeholt, weil die Qualität von dem Papier so schön stabil ist, ne? Genau. Auch in der Farbe, das ist so mehr so pastellische, ne? Die gibt es auch noch eine ganz andere Farbe. Aber wie gesagt, für mich war das da jetzt das, was mir gut gefallen hat. Genau, und dann hatte ich einen schönen Kalender gefunden. Ist der nicht putzig? Also den fand ich auch mal so schön. Jetzt ist es gerade, wo man wie heißt es dann, die ganze Kalender für die Schule da raus haben. Sich das dann noch so Trenn-Dingen da dazwischen. Moment, ich versuche euch das. Oh ne, warte, ich zeige es euch so einzeln. So. Ach, guck mal, dann ist dann sowas zum Beispiel.
Ich mache das mal so. Na, das sind dann die Seiten so. Und da hast du richtig viel Platz, ne, für Druckgeschreibe. Wenn das jetzt jeder Monat so Seite hat, guck mal, so, da sind dann die einzelnen Monate da drin. Ah ja, guck, die sind dann schon ein bisschen kleiner, ne. Komm, mal zeig ich mal her. Ach, ne, also man kann sich nicht beschweren, du hast genug Platz zum Schreiben drin. Na, dann mit deiner, guck. Ach, ich finde das toll. Ah ja, stop wishing, start doing. Also, hör auf zu träumen, mach. Auf meiner Sprache, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Also, ich fand das sau schön. Ich fand das direkt mit Lummer. Kann auch, wenn man will, in den Rahmen drin machen, ne? Kann es drin lassen, ne? Aber man könnte draus holen, wenn man wollt. Genau. Also ich fand das jetzt ganz, ganz süß. Also habe ich mal auch ein bisschen mit Rolle. Ich finde das auch sehr, so dick ist das, ne? Also und ich finde so kompakte Sachen, ne? Finde ich sowieso so witzig, ne? Wenn es so ein bisschen, kann man richtig rumhalle, wenn es so ein bisschen kräftig sind, ne? Und so griffig und handlich, ne? Und es hat super schöne Größe, ne? Genau. Das habe ich mir ein bisschen mit toll. Jetzt war ich echt total begeistert davon. Wie ich das gesehen habe, direkt grapsch, ne? Die Arbeitskollegin sagt, von was braucht man das? Ich schaut einfach nur, weil es schön aussieht, ne? Ey, man muss doch bei der Wahrheit bleiben. Dann war ich gestern mit meinem Liebebesuch noch eine Tour at Action und haben mir dann Folgendes rausgesucht. Die Dingsbums, Tisch, tralala, ne? Also die Bastelunterlage, ich muss mal kurz so das Bild ziehen, finde ich ja wahnsinnig schön. Ne? Ist sau bunt halt. Ich habe jetzt von mich gedacht, na gut, wenn ich auf den Tisch filme, ist das wahrscheinlich eher so ein bisschen zu bunt, ne? Aber ich fand es einfach so schön, ne? Und dann noch das Store. Ich ziehe es auch noch mal kurz so durchs Bild. Schwupp und so. Genau. Ey, die kosten 89 Cent oder was, ne? Also ganz ehrlich, ne? Da kannst du gar nichts damit verkehrt machen, ne? Und für hier auf den Tisch zu legen. Und da durfte basteln und so weiter, ne? Da braucht man keine Angst zu haben, dass man was versaut, obwohl die finde ich ja so poppig und so schön, dass ich eigentlich Angst habe, diese versauen, ne? Aber egal, dafür sind sie schließlich da. Dann habe ich mal die Blöcke da ausgesucht. Das noch Folie kaschiert. Ja, als erstes das Vintage, tralala. Vintage Basic. Ja, finde ich auch ganz, ganz süß. Dann Vintage Kollektion. Das auch noch kurz so durchrauscheln. Also das Papier, das haben wir schon mal. Ja, also das ist schon, das hatte ich schon im uralten Block. Ich glaube, also irgendwie könnte das sogar der Block sein, den ich schon habe. Ah nee, oder? Aber was weiß ich, ey, auf jeden Fall, die Papiere kenne ich schon. Also das gestreift auf jeden Fall, weil mit dem habe ich schon mal was gemacht. Ja gut, ich meine, es ist auch schwierig, ne, immer noch was komplett Neues rauszufinden, ne? Also rauszubringen, sage ich jetzt mal. Ne? Man weiß ja selber, wie schwierig das ist. Immer nur neu, immer nur... Es ist schon nicht so einfach. Ne? So,
Gut, dann habe ich mir, ist das nicht derselbe Block? Ja. Ach, deine Block dann noch mitgeholt? Ihr wisst ja. Ich muss nur mal gucken, wie das mit dem Klebe ist, ne? Wie der sich beim Klebe verhält. Ne? Weil ich drücke nicht gern, aber ich mache das gern mit Papier rum, wo ich merke, wenn ich klebe, dass es sich wellt, dass es. Ist für mich ein bisschen schwierig, ne? Also das mache ich nicht gern. Ich habe jetzt gesehen, ich habe aus dem Dreierblock, also da aus unserem, also aus meinem Lieblingsblock, ne? Und auch aus dem Lieblingsblock von mehreren anderen, ne? Die weiße Seite mit den heutigen Cover beklebe und habe aber dann zusammengeklebt mit unserem Lieblings-Alleskleber. Und das Papier hatte ich nicht gewählt. Gar nicht. Ich bin total schockiert. Hammerhart. Dann, weil mein Lieblingshund hier die Mickeplätsche zerfetzt, ne? Also sobald das in die Schnitzkrit benutzt das als Kauspielzeug, ne? Und dann ist man gar nicht schnell genug, um dem die nochmal wegzuholen. Das finde ich ja geil, ne? Fleiß war da. Genau, das sind dann drei Stück drin. Ich glaube, die haben 49 Cent gekostet, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, wie gesagt, und vor den Mikro mal einzeln klatsche, sind die einmal frei, weil ich, also fliegen. Ne? Mücke sind ja bei anderen Stechmücke und beim, also ich sage Mücke, also Mick, ne? Und aber für die Fliege sind klatsche, ne? Dann habe ich die da, sage, warte, Moment, ich muss mich kurz nochmal in die Unterwelt begeben. In die Unterwelt begeben, ich habe ja auch nicht mehr Tasse im Schrank, ne? So. Habe ich folgende Stifte. Ich bin mal gespannt. Ach ja, die kannst du ab in der Naschtasche. Die da in der Farbvariation. Ah, da oben. Die. Die da. Ah, das sind eher so erdische Töne. Ach, das ist ja auch mal so schön. Warmgrau. Schön. Dann. Das da. Und deine Farbe. Dann die da. Weil ja, ich habe jetzt ja auch schon mehrmals jetzt probiert, ein bisschen auszumalen. Ne? Wie gesagt, bei mir ist ausmalen, nicht kolorieren. Ne? Weil ja, koloriere ist für mich was ganz anderes. Ne? Genau. Sind das keine schöne Farbe? Die. Also ich freue mich. Dann noch die da. Aquamarkers. Wow. Eine Riesenpackung. Ach, die schöne, sind auch so schöne frische Farbe dabei. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich muss jetzt mal langsam anfangen. Ne? Ich habe gesehen, ich habe so viel Stempel, ne? Dass ich da einmal jetzt übe, mal ein bisschen auszumalen. Ne? Und zu guter Letzt habe ich mir noch die Lederamintat-Dinger hier mitgeholt. Das sind 30 auf 42 cm in dem Weiß und in dem Rosé. Ja, das war's dann schon. Schon ist gut, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Ach so, bevor ich es vergesse.
Ich habe eine liebe Freundin, die hat jetzt einen Kanal aufgemacht. Ne? Ach, hier bei YouTube. Moment, ich muss gerade gucken, damit ich euch das zeigen kann. Weil, ja, ihr wisst ja, ne? So. Moment, so. Und zwar heißt der Kanal I Feel Crafty Too. Ich gucke, dass ich den Kanal auch ohne verlinke. Und da könnt ihr mal drauf gehen, weil sie macht wirklich so tolle Sache. Ne? Also alles Mögliche mit. Sieht man das? Ich halte es euch mal dahin. Oh, ist sehr schlecht, gell? Egal. Die hat jetzt auch Bastel Kreativ voll. Mache Action voll. Steht zumindest mal dahinter dran. Ich habe noch nicht geguckt, da habe ich jetzt gerade, jetzt wo ich euch da raussuche, wollt, gefunden. Was für ein Action? Ja, keine Ahnung, ihr müsst mal gucken, ne? Ich habe noch nicht genau gelohnt. Ich verlinke euch den Kanal dort drunter. Also wirklich eine so liebe Person und macht so tolle Sache. Also es rentiert sich wirklich, ne? Rinzegucke und natürlich zu abonnieren. Ne? Das ist ja wohl, ne, klar. Weil abonniere kostet nichts. Ne? Das könnt ihr egal machen. Ne? Also alles, was euch gefällt oder auch nicht gefällt. Ne? Es gibt ja Leute, die tun Kanäle abonnieren, die natürlich auf den Sack gehen, ne? Weil sich halt eher Schwarzeiern wollen. Ne? Finde ich auch toll. Kann jeder machen. Ne? Genau. Aber ich würde mir den Kanal mal angucken. Ist nämlich ist richtig super. Dann genau. Hat sie auch noch Etsy-Shop? Moment, ich guck mal gerade. Machen wir es dann? Da luma mal, ne? Dann zeige ich euch den Armokrat und dann könnt ihr ja auch mal drauf gucken und gucke, drauf gehe und gucke. Ich tun euch dann auch versuche, den Link da drunter zu knallen. Ihr wisst ja, ja, bei mir ist das immer so Sache, ne? Mit irgendwas zu verlinke, versuche, aber ich versuche, weil es ist alles immer sehr schwierig zu finden. Ne? Wenn. So. Auf. Ja, guck dir das doch mal an. Wo ist denn das? So. Ach Mann, das sieht man ja schon immer nicht. Aber so. Sind wir dann dort? Da. Ich mache euch einfach einen Link da drunter. Nur mal so, dass ihr mal gerade so sehe, was es da für Papier gibt. Ich druck das auch mal aus. Hopsa. Und dann zeige ich es euch. Jetzt wieso? So? Ach, es ist schade, man sitzt nicht richtig. Ich druck das Papier mal aus und dann zeige ich es euch. Genau, ich verlinke den Kanal und den Etsy-Shop durch euch drunter verlinke. Dann könnt ihr mal da noch gucken, weil wirklich super schön, erstens mal super schöne Papiere. Und auf dem YouTube-Kanal super schöne Sache, diese macht, ne, unterschiedlich. Moment, ich zeige euch mal gerade, ne, Moment. Wenn wir schon mal dabei sind, ne. Ich meine, wenn wir schon mal Werbung machen, dann machen wir es ja schließlich richtig, ne. Also, ich habe von ihr das Lot zum Beispiel gemacht, Grit. Ist das nicht toll? Schön, oder? Also, ich finde das so total toll, das da und das tolle Häuschen da. Guckt euch das mal an. Guckt mal. Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht putzig? Pass mal auf. Mach ich schon Licht hier an. Hä? Ist das nicht süß? So Sache macht die. Finde ich so toll, ne? Unterschiedlichste Sache, ne? Koloriert, stempelt, macht, tut, ne? Wirklich, guckt euch den Kanal an.
Also wirklich, ich bin total begeistert, ne, von der Sache, die sie macht. Genau. Guck mal. So toll. Da freut mich, hast du eigentlich schon mal Licht hier in dem Ding angehört? Natürlich, was das hat vor Frau, verstehst du? Ich glaube, ich meine, ich hätte sogar im Auto schon angemacht gehabt. So, genau. Das wollte ich euch mal noch zeigen. Also wirklich super. Ich finde es total toll, was sie macht. Ne? Total vielfältig. Ne? Also ich habe mich ja mittlerweile nur so auf Papier gedönst. Ne? Großen Teil konzentriert. Ne? Ich habe jetzt aber auch gerade nochmal die Idee, nochmal Dosekrone so mache. Ich denke, das mache ich die Tage mal nochmal. Weil ich gerne das ja da nochmal habe und dann denke ich, ach, jetzt gerade nochmal für das Sommer, ne, kann man das schön machen, die schön lackiere, schöne Kerzen stelle, ne, da macht man nichts, da macht man nichts kaputt, da macht man, ne, das kann man schön hinstellen, genau. Und sie macht ja lauter so Zeug, ne, alles Mögliche, aber gucke auf ihr Kanal und dann seht ihr das, Hammer, echt Hammer. I feel crafty too, heißt der Kanal. Okay, so. Jetzt reicht mal für heute mit euch. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Vergesst nicht zu abonnieren. Bei mir auch, ne? Dort und hier und überall, ne? Immer schön drauf drücken, ne? Dann kriegt ihr auch alle Videos angezeigt und wisst immer, was es also als Neuestes dann halt gibt, so, ne? Neuestes Video, meine ich jetzt. Ihr wisst, ich bin noch mal verwirrt, ne? Wenn ich im vollen Wahn bin, dann wisst ihr ja, dann fängt bei mir die Verwirrung erst richtig an. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.